Kapitel 12. Was wirklich zählt. Und so begann der Plan, Fahrt aufzunehmen. Direkt nach dem Gespräch zwischen Auserwähltem und Dorfvorsteher rief Gewaldro seinen Vertreter Raptan heran, damit dieser im Dorf die Nachricht verbreitete, dass die beiden Gäste auch als solche behandelt würden. Zudem wurden die Bewohner alle eingeweiht darin, was genau beim Eintreffen des Walddorfes geschehen würde. Kein Pokémon sollte durch Unwissen Fehler machen, die eskalieren könnten. Die Lage würde angespannt genug sein. Sobald all dies geschehen war, gab es nicht sonderlich viel, was geschah. Jenes Haus, welches auch als Zelle diente, stand Flamme und Soll weiterhin zur Verfügung. Diesmal nur hatten die beiden den Schlüssel. Ansonsten waren die Tage sehr ereignislos. Soll verbrachte so viel Zeit beim Ausruhen in der Zelle, dass Flamme teils glaubte, dass sein Bruder vergessen hatte, dass sie nun auch das Gebäude verlassen durften. Andererseits hätte das Vulpix vermutlich selber nicht viel mehr getan, wenn er sich nicht entschieden hätte, die Zeit lieber in der Schmiede zu verbringen. Wenn sie schon Tage verschwendeten, dann wollte der Krieger sich wenigstens dabei etwas anlernen, was ihm auf der späteren Reise helfen könnte. Und gerade da die Nachfrage nach Schmiedekunst nicht allzu häufig war, gerade in einem Dorf, das für die meisten Dinge Stein verwendete, hatte Bo auch nicht viel anderes zu tun und nahm die Abwechslung dankend an, die das Lehren eines Vulpix mit sich brachte. Auch wenn die Kurzlehre nicht immer sonderlich effizient war. Gerade da Bo sehr dazu tendierte, Flamme komplizierte Techniken beizubringen, welche kurz vor dem Ende dazu übergingen, von einem Vierbeiner nicht durchführbar zu sein. Ja, ich vergesse halt schon, dass der eingeschränkter bist, weil ist halt einfach nicht für Vierbeiner gemacht, das Schmieden. War im Prinzip jedes Mal aufs Neue seine Ausrede. Aber gut, zumindest brachte Flamme so die Zeit rum und lernte trotz allem zumindest ein oder zwei Kleinigkeiten. Und dann sank die Sonne am Abend hinter den Horizont. Der nächste Morgen war, wenn die Krieger des Walddorfes auftauchen sollten, wenn Gewaldro sich nicht völlig verschätzt hatte. Und für den Falle dessen würden bereits an diesem Abend letzte Maßnahmen getroffen werden. Also Flamme, gehen wir doch einmal alles durch, sonst vergesse ich am Ende etwas vom Plan. Soll wird für die Zeit wieder in eurer ehemaligen Zelle eingesperrt und wird für euch sprechen, sollte Sakit einen Beweis fordern. Du verbringst die Nacht im Freien hinter dem Hügel, von wo aus du die Lage beobachten kannst. Ich habe die ganze Nacht lang Wachen eingeteilt, die die Ankunft deiner Mitbewohner überwachen sollen. Sie werden uns nicht entgehen. Und wenn es zur Konfrontation kommt, dann werde ich alles daran legen, Sakit zu einem Kriegerschwur zu zwingen. Ja, und der Rest ist Improvisation. Viel planen können wir dann nicht. Verstehend nickte Gewaldro. Also dann, ich werde mich für heute zurückziehen. Lass uns zu Terrus beten, dass die Dinge morgen gut ausgehen werden. Flamme wollte sich gerade ebenfalls verabschieden. Dadurch drang ein lautes Geräusch den dunkelroten Sonnenuntergang. Was? Sie sind... Flamme, das Signal, sie sind bereits hier. Schnell, geh auf deinen Platz. Bereits an diesem Abend? So schnell waren sie alle gewesen? Irgendwie rührte es Flamme, dass sein Dorf sich so für seinen Bruder und ihn ins Zeug legte. Auch wenn es dieses Mal anders besser gewesen wäre. Schnell versteckte sich das Vulpix also hinter den Felsen und betrachtete, was auf dem Hauptplatz dieses Dorfes, welches ihm inzwischen zumindest keine Abscheu mehr bereitete, vorfallen sollte. Gewaldro trat hastig dorthin, die meisten Pokémon seines Dorfes ebenfalls versammelt. Auch Raptan und Bo waren anwesend, alle nervös und gespannt. Als eine Gruppe Pokémon die Grenze zum Platz übertrat, schritt Gewaldro nach vorne. An der Spitze der anderen Gruppe lief Kamero persönlich, zusammen mit Irlia. Sakit lief direkt hinter ihnen. 7 weitere reguläre Krieger und Galopper folgend. Genug, um einen Kampf zu führen, sollte dies nötig werden.
In einem stillen Abkommen trat Kamerupt sofort vor seine Gruppe und begann zu sprechen. Mit einer Strenge in der Stimme, welche Flamme beinahe nie von seinem Dorfvorsteher gehört hatte. Gewaldro, so sehen wir uns einmal wieder. Unter anderen Bedingungen, als ich erhofft hatte. Ich wünschte auch, dass die Dinge hätten anders werden können. Doch nicht immer ist der Frieden der Schlüssel zu sich selbst. Und doch hielt ich dich für schlauer. Ist dir bewusst, was du über dein Dorf bringen wirst? Was du hier getan hast und tust? Könnte den Untergang aller Pokémon, die du schützen willst, mit sich bringen. Wir schicken dir zwei unserer Krieger, im vollsten Vertrauen der innigsten Kriegerbindung. Doch du entschiedest dich, dich zu widersetzen. Nicht mir, nicht meinem Dorf, sondern Terrus. Und ich kann dir versprechen, unser aller Gott wird nicht auf uns blicken, sein eigener Auserwählter gefangen zum eigenen Nutzen und dich nicht strafen. Kamerupt versuchte eindeutig zunächst, sein Gegenüber einzuschüchtern. Doch Gewaldro ließ sich nichts anmerken. Was unter anderem an seinem Wissen lag, dass er auserwählte, dass Terrus in Wahrheit auf seiner Seite stand. Bevor ein weiterer Dialog entstehen konnte, übernahm jedoch Flammes Mutter das Wort. Bevor ich mir weitere Worte anhören muss, Gewaldro, lass mich zumindest ein paar Worte mit meinen Söhnen wechseln. Damit wir alle wissen, dass du die Wahrheit sagst. Alles Teil des Plans. Das werde ich dir nicht verweigern. Das steinerne Haus dort. Er streckte seinen langen Finger aus. Dort befinden sich die beiden der Zeit. Geh mit ihnen sprechen. Niemand soll dich daran hindern. Etwas unsicher blickte das Vulnona zu dem großen Echsen-Pokémon und zögerte. Doch Sekundenbruchteile später sprintete sie los, bis sie an der ehemaligen Zelle der Brüder ankam. Sol, Flamme, seid ihr beiden hier? Geht es euch gut? Haben euch diese Pokémon etwas angetan? Zweiterer konnte aus offensichtlichen Gründen keine Antwort geben. Doch Sol hielt sich voll und ganz an den Plan. Mama, bist du das? Wir sind hier, ja. Ich bin es. Geht es euch gut? Was ist mit Flamme? Wir sind beide unversehrt. Flamme schläft bereits, seine letzten Nächte waren unruhig. Aber die Pokémon hier haben uns so gut behandelt, wie es unter diesen Bedingungen geht. Kamerupt warf einen Blick auf den zweiten Dorfvorsteher, welcher Verwunderung, aber auch Erleichterung beinhaltete. Nun, deine Ehre hat dich zumindest so weit leiten können. Ilia, komm zurück. Wieder zögerte Kamerupts Vertreterin, folgte der Anweisung dennoch. Also dann wird es wohl Zeit, zum Wesentlichen zu kommen. Du, Gewaldro, hast uns eine Nachricht zukommen lassen. Ein Handel möchtest du uns vorschlagen, im Tausch für die beiden. Ist euch denn der Handel nicht genug, den wir freiwillig mit euch betreiben? Nun war der Punkt gekommen, an welchem Sakit sich nicht mehr bremsen konnte und sich zu seinem Dorfvorsteher an die Front stürzte. Sie wollen das Dorf, ist das nicht klar? Deswegen hätten wir schon lange handeln müssen. Gewaldros Antwort folgte prompt. Sein Ton und Blick zeigten die Abneigung gegenüber dem stärksten Kämpfer des Walddorfes. Nein, Sakit, du hast Unrecht. Sofort schritt Kamerupt ein, offensichtlich besorgt, dass der Krieger die Verhandlung erschweren würde. Zurück, Sakit, diese Verhandlung ist nicht für Krieger. Lass ihn, Kamerupt, denn mit ihm möchte ich reden. Verwundert ließ der Vorsteher des Walddorfes das Arcanium also neben sich stehen, während dieses einen Blick voller Zorn und Entschlossenheit bot. Kamerupt, es tut mir wahrlich leid, dass es so kommen musste. Vermutlich glaubst du mir nicht, doch alles, was wir wollen, ist Frieden. Ein Frieden, der niemals möglich war. Und all dies war nie die Schuld von uns Vorstehern. Deswegen bleibt uns als Dorf keine Wahl. Das Einzige, was wahrem Frieden im Wege steht, bist du, Sakit. Du, der unser Dorf nicht als eigenes akzeptierst, solange du ein Krieger bist. Du, der du die Pokémon aufwühlst und für einen Krieg wirbst, in dem Leben sinnlos gelassen werden. Deswegen blieb uns nur eine Option. Und diese war das Problem bei der Wurzel zu packen. Sakit, deine Söhne sind frei, sobald du einen Kriegerschwur ablegst. Ein Schwur, dass du das Leben der Bewohner dieses Dorfes auf dem Vulkan respektieren und nie wieder für Krieg werben wirst. Dies ist alles, was wir wollen.
Während in Sakits Augen der Zorn hochflammte, wirkte Kamerup beinahe erleichtert, dies zu hören. Denn es ist, wie Gewaldro zu Beginn des letzten Monologes gesagt hatte, beide Dörfer wollten Frieden. Alle Pokémon. Alle. Außer Sakit. Sakit und all jene, welche auf seine Seite ziehen konnte. Deine Ziele werden deine Taten nicht nullifizieren können. Konsequenzen werden folgen. Doch ich soll nicht sein, wer diese herbeiführt. Terrus wird entscheiden, wie er dich zu strafen gedenkt. Doch für diesen Handel, ich muss sagen, dass ich beinahe auf deiner Seite stehe. Auf ihrer Seite? Kamerup, wofür stehst du? Dein Dorf oder ihres? Merkst du nicht, was hier gespielt wird? Bist du inzwischen schon so verdummt auf deine alten Tage? Der einzige Grund, einen Schwur zu fordern, ist das Wissen, dass sie kein Anrecht auf dieses Land haben. Dieser Ort steht uns zu. Und wir sollten dafür einstehen. Aber du hast das nie verstehen wollen, Kamerup. Dir war immer das einfache Leben wichtiger als unsere Ehre. Solange du keinen Aufwand betreiben musst, ist alles gut, nicht? Krieger! Seht ihr nicht, wer hier an eurer Spitze steht? Wollt ihr euch wirklich herumkommandieren oder pressen lassen? Dazu zwingen, in einem Unrecht zu leben? So offen traute sich der Krieger gegen seinen Dorfvorsteher auszusprechen. Und das Problem, seine Mitkrieger schienen zumindest zu überlegen, zumindest manche von ihnen. Lag in Sakits Worten Wahrheit? Doch Gewaldro sah, was wahrlich in ihnen lag. Laute, rohe Worte, unüberdacht und nicht zum Überdenken anderer. So spricht ein Pokémon, dem die wahren Worte fehlen. Was ist es denn, Sakit? Bist du etwa nicht bereit? Ein Schwur, einen einzigen Satz müsstest du sagen. Für deine Söhne. Oder sind sie dir so wenig wert? Bist du nicht bereit, für sie Opfer einzugehen? Ist dir dein Stolz wichtiger als das Leben deiner eigenen Kinder? Stille kehrte ein, als Sakits Zorn nur zu wachsen schien. Nun war die Zeit gekommen, in welcher Irlia wieder das Wort ergriff. Von Partnerin zu Partner. Sakit, bitte sei doch so vernünftig. Leg doch einmal dein Ego beiseite, es geht um unsere Kinder. Sie sind das Wichtigste, was wir haben. Leiste doch einfach diesen Schwur, es muss dir nicht gefallen, aber sind unsere Söhne denn nicht wichtiger als ein alter Zwist? Kurz betrachtete das Akani seine Partnerin. Den Blick unlesbar. Dann fuhr er fort. Du bist auch nicht anders. Deswegen hat Kamerup dich erwählt, um noch jemanden zu haben, der genauso schwach ist. Ihr wisst nicht, was wirklich zählt. Unser Dorf hat Geschichte, den Ruhm von Jahrhunderten. Er steht auf dem Spiel. Diese Ehre, die Kraft, die Terrus uns beschert hat, ist mehr als Leben, egal von wem. Deswegen hättet ihr niemals Vorsteher werden dürfen. Der Alte hat einen Fehler gemacht. Er hätte mich erwählen müssen. Denn schon damals als neuer Krieger war ich stärker als alle anderen und wusste, was zählt. Sakit! Sprich nicht mit mir, du alter Sack. Es wird Zeit, dass du abgesetzt wirst. Bewohner des Walddorfes. Seht ihr, was euch angetan wird? Also, schließt euch mir an im Kampf gegen diese Pflanzen und setzt diese zwei ab. Völlige Stille erklangen. Beide Dörfer schienen zu fassungslos zum Sprechen. Bis ein Pokémon die Stimme erhob. Galoppa, der Lieferant. Sakit, du hast mich schon lange auf deiner Seite gehabt, das weißt du. Ich habe dir immer geglaubt, dass wir ein Anrecht auf den Vulkan hätten, so wie viele von uns. Aber, sag mal, für wen hältst du dich? Warst du schon immer so wahnsinnig? War ich einfach nur blind? Ich bin sicher, ich spreche hier nicht nur für mich. Und mich hast du hier vollkommen verloren für alles, was du sagst und willst. Diese Worte Galoppas lösten ein Raunen in den Reihen des Walddorfes aus. Die sieben Krieger alle schienen etwas unsicher. Doch im Gesamten stimmten sie Galoppa zu. Dieses Mal war das Akani zu weit gegangen. Dieses Mal hatte er es geschafft, selbst jene abzuschrecken, die ihm selbst durch seine radikalsten Forderungen noch zur Seite gestanden hatten. Was ist in euch gefahren? Ihr wusstet doch alle gerade noch, dass ich im Recht bin und... Ruhe, Akani!